Herr Rauch, Heimvorteil für Sie heute in der Fakir Poolbar bei der Diskussion der Spitzenkandidaten. Mit welchen Themen wollen Sie bei den jungen Wählern punkten? Naja, ich bin oft in der Poolbar, nicht nur bei Wahlkampfveranstaltungen, sondern eben auch im Sommer, wenn das Festival stattfindet. Meine Themen habe ich genannt. 5000 neue Arbeitsplätze für Vorarlberg in den Umwelttechnologien. Bildung forcieren. Wir brauchen, wenn wir beim nächsten Aufschwung mit dabei sein wollen, mehr Investitionen in Ausbildung. Klimaschutz. Raus aus Öl und Gas, um von der Abhängigkeit wegzukommen. Und soziale Gerechtigkeit, damit nicht die Jungen die Zeche dafür zahlen, dass einige wenige den Hals nicht voll genug bekommen konnten. Und das, meine ich, sind die Themen, die auch die Jungen ansprechen. Eine gute Politik ist für alle Altersgruppen richtig. Und das, was wir im Bereich der Mittelstandsförderung tun, im Bereich der Ausbildung tun, die Beschäftigungs- und Ausbildungs- oder beziehungsweise Ausbildungsgarantie für 15- bis 25-Jährige, das sind wichtige Angebote für Chancen, gerade nicht nur, aber gerade für junge Leute. Ich würde mir wünschen, dass am Sonntag wirklich ganz, ganz viele junge Menschen auch wählen gehen. Das ist das Zentrale. Was man dann wählt, entscheidet eh jeder selber. Wir haben mit 5 konkreten Maßnahmen im Wahlkampf immer Werbung gemacht. Wesentlich für mich war die Jugendwohnungsgeschichte, die ist heute Gott sei Dank auch ausführlich zur Sprache gekommen. In der Bildungsfrage waren wir über weite Strecken teilweise einig. Es hat nur die ÖVP wieder mal blockiert, leider. Und zur Integration, da ist wirklich schon sehr viel gesagt. Ich hoffe, dass die Jugend der FPÖ nicht auf den Leim geht. Also wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass man in der Bildung etwas macht. Es geht nicht an, dass Leute, denen sie die Handelsschule oder die Hack hinter sich haben, einen Arbeitsplatz suchen und keine Chance haben auf einen Arbeitsplatz, weil ihnen die berufliche Routine fehlt. Sie kriegen immer wieder Absagen, was heißt, ja, du hast noch keine Erfahrung, du brauchst nicht. Gerade in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten wie jetzt, haben die Betriebe keine wirtschaftlichen Mittel, Lehrlinge einzusetzen oder Ausgelernte einzusetzen, die noch nicht über berufliche Praxis verfügen. Und dort ist es ganz wichtig, dass das Bildungssystem auf ein duales Bildungssystem verändert wird, dass die Jugendlichen auch die Möglichkeit haben, Praxis bereits im Schulalltag zu erlernen. Es ist gut, was nicht jeder dieselbe Meinung hat, und die Jugend soll sich auch kritisch äußern, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei bei den Jungen gute Chancen hat, weil sie erkannt hat, hier ist eine Partei, erstens, sie steht für etwas, die ist geradlinig und die schaut auch dazu, dass unsere jungen Menschen in Zukunft eine schöne, friedliche Heimat haben werden und ist nicht nur eine Partei, die schön redet und um den heißen Brei herumredet.